Am 8. Februar dreht sich beim 66. Wiener Opernball wieder alles im Walzertakt. Das jedoch vor dem Hintergrund von Kriegen, Teuerung und Klimakrise. Für viele Politiker schon aus Imagegründen ein absolutes No-Go, sich in gerade diesem Jahr bei Prunk und Protz und Feiern zu zeigen. Doch auch bei den Reichen und Schönen sitzt das Geld und der feudale Spendierstiefel nicht mehr so locker. Ob man sich eine Loge gönnt, die bis zu 70.000 Euro kostet, will gut überlegt sein. Zwei Superreiche sollen heuer gleich ganz auslassen. Natürlich nicht wegen des Geldes, sondern wegen anderweitiger Pläne. So soll Clemens Hallmann heuer seine Loge abgegeben haben, da zu der Zeit auf Familienurlaub mit Gattin Barbara Meyer sei. Investor Ronny Petschig, der normalerweise gleich mehrere Logen okkupiert, wird heuer ebenfalls fehlen. Sogar am Heiligen Abend seien noch Logen zurückgegeben worden, heißt es. Ein paar der üblichen Stammgäste wird man aber dennoch in der Staatsoper antreffen. Verleger Christian Mucher zögerte erst auch sehr lange, nahm dann aber doch eine Loge gemeinsam mit Jasmin Sorra. Um der Gesellschaft etwas zurückzugeben, wurde aber beschlossen, die Proponenten des Haus des Meeres einzuladen. Wir möchten ihnen eine mediale Plattform für die gemeinnützige Stiftung bieten. Neben Mucher wird natürlich auch Richard Lugner wieder eine Loge nehmen. Mit einer einzigen Aufgabe, die Medien und Fans zu bespaßen. Welche hochkarätigen Staatsgäste sich trotz der herausfordernden Zeiten das Feiern auf Staatskosten nicht nehmen lassen und auf Einladung der Bundesregierung antanzen werden, das ist noch nicht bekannt. Ebenso wenig, wie viel die Regierung sprengen lassen will für ihr Vergnügen am Ball der Bälle.